ist es, dass spezielle Stück und Tänze geschaffen werden für Bahnflöten. Und der das gemacht hat, ist der Sepp Nussbaumer aus Oberägeri, der jetzt auch zusammen mit seiner Kapelle wird aufspielen. Und die beiden Bahnflötenspieler sind der Joachim Domide und seine Partnerin, das ist Marianne Meier. Wir hören den Marsch natürlich vom Sepp Nussbaumer, gesund und zweg.